Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute diesen Lautsprecher hier vorstellen. Das ist der DB Power bzw. DB Power BX100. Das ist ein Bluetooth Lautsprecher. Der hat ein Radio eingebaut, natürlich Bluetooth Funktion, also ihr könnt Musik von eurem MP3 Player oder eurem Handy abspielen. Er hat einen AUX Eingang natürlich, Micro SD Karte und USB bzw. einen Wecker dran. Ja, also ich persönlich benutze die Bluetooth-Funktion bzw. die über das 3,5 mm Kabel, weil da die Audioqualität am besten ist. Aber man kann natürlich auch einen USB-Stick anschließen oder die Karte. Und ja, für Details habe ich euch den unten in der Beschreibung verlinkt. Er kostet auf Amazon ca. 33 Euro. Den gibt es in hellblau, schwarz, weiß, wie ich ihn hier euch vorstelle, und schwarz-rot. Ja, zeigen wir euch gleich. Wenn wir uns mal kurz die Verpackung angeschaut haben. Ja, die sieht so aus. Ist relativ groß und lang. Hier sind die Produkteigenschaften sozusagen aufgelistet. Radio, Bluetooth, WLAN. Ist das WLAN? Das ist eigentlich ein WLAN-Zeichen? Bäh. Nee, das ist ein Wecker, Radio, wie auch immer. AUX und ja, eben nochmal der Wecker. So, ich lese euch einfach mal vor, was hier alles Schönes steht. Das Ganze ist 24 x 6,1 x 5,5 cm lang, hat ein LCD-Display, FM, Radio-Channels natürlich, 20 Meter bis 25 Meter Bluetooth Entfernung zu eurem Handy und ja, Micro-SD-Karte, USB wie gesagt. Es spielt die Musikformate MP3, WMA und WAV, PE, FLAC ab, wenn ihr von der Karte bzw. Stick abspielt, vom Handy ist es ja dann egal. Und ja, Built-in High Capacity Lithium-Ionen Batterie, also der Akku hält lange, verspricht das Ganze, und das kann ich auch bestätigen. Als ich ihn bekommen habe, muss ich dazu sagen, habe ich ihn nicht aufgeladen und circa 5 Stunden Musik damit gehört. Dann voll aufgeladen kann man 8 bis 10 Stunden Musik hören, kommt natürlich auf die Lautstärke an. Und was ich an diesem Lautsprecher so unfassbar geil finde, was für mich, also logischerweise jeder Lautsprecher haben sollte, die Fähigkeit, ihn ganz aufzudrehen, ohne dass es übersteuert. Ja, muss ich einfach mal sagen, das hat mir sehr gefallen, das Ding. Ist ja nicht teuer für das Geld, aber naja, ich will auch was haben, was das Ganze wert ist. Lieferumfang sieht man hier das USB-Ladekabel. Also wie bei eurem Handy, wenn ihr Samsung, HTC oder ähnliches habt, mit Micro-USB und ein 3,5 mm Klinkekabel, womit ich das gleiche auch testen werde, um euch mal den Klang zu präsentieren, was ca. 75 cm lang ist. Ja, die Kabel haben jetzt nicht die höchste Qualität, aber reichen aus. Wenn ihr euch den Lautsprecher so anguckt, erkennt man hier erstmal den Schriftzug. Ich schalte es mal kurz ein. Hi. BT steht jetzt für Bluetooth, aber ich mache es automatisch, wenn ich den Stecker einstecke. Ja, hier sind die beiden aktiven Lautsprecher und hier ist der passive Radiator für den Bass sozusagen. Hier oben sind die Knöpfe. Ich zoome mal kurz ran. Ihr könnt natürlich damit auch telefonieren, also das Ganze als Freisprechanlage verwenden, beziehungsweise Pausenknopf. Lauter hier, leiser hier und Titel weiter oder nach links, wenn ihr eben vom Stick oder der Karte abspielt. Hier ist das Mikrofon, wenn ihr als Sprechanlage funktioniert, und der Weckerknopf, Radioknopf, Bluetooth-Knopf. Okay, Radio funktioniert auf jeden Fall, aber ich höre nicht wirklich Radio. Ja. Ja. Nochmal zum äußeren Eindruck. Der Lautsprecher ist zwar schick, aber wirkt recht billig verarbeitet. Ich meine,
Ja, ich meine, 33 € ist wenig Geld für so ein gutes Gerät. Es hat so viele Funktionen und ja, es wird einfach alles reingesteckt und da etwas am Äußeren gespart. Ich sag mal so, ihr könnt ihn bestimmt mal fallen lassen und der wird noch gehen. Aber er ist eben nicht der schönste vielleicht. Die Ecken und so gefallen mir nicht so. Ich meine, der ist wirklich richtig spitz. Die Kanten sind sehr scharf. Abgerundeter ist das Ganze meiner Meinung nach etwas praktischer. Ja, damit reißt ihr euch einfach den Rucksack auf, wenn ihr den so lose reinschmeißt, weil die wirklich sehr spitz und hart sind. Vorne die Gitter halten ein bisschen was aus. Und ja, die Lautsprecher sind hochwertig, würde ich mal sagen. Ich habe mir jetzt nicht aufgemacht, weil der Klang einfach wirklich überzeugt. Und das beweise ich euch jetzt auch gleich nochmal. Ich gehe jetzt nicht so tief ins Detail, teste jede Funktion so. Was wichtig ist, dass der Klang funktioniert, also dass es gut klingt, der Akku lange hält. Und ja, wegen Gewicht, muss ich mal kurz gucken, steht das hier? 662 Gramm. Oder 665 Gramm, wenn ihr euren USB-Stick reinsteckt. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Es gibt schwerere, es gibt leichtere. Muss ihr das selber wissen. Ja. Hier wird übrigens angegeben, 6 Stunden Musikzeit. Die sind sehr ehrlich da, wenn man viel die Musik laut aufdreht. Ja. Und ich würde das Ganze. Sorry für den Schluck auf. Erstmal einen Schluck trinken. Ja, ich will es einfach mal testen. Die Qualität ist meiner Meinung nach immer am besten bei solchen Geräten, wenn man es über den 3,5 mm Ausgang macht. Weil man einfach ja, das Signal so bekommt, wie ihr es in eure Kopfhörer sendet und so. Und ja, per Bluetooth ist das Ganze immer ein bisschen niederer von Qualität, weil es natürlich kabellos übertragen wird und so. Und deswegen würde ich es auch immer so empfehlen. Und das schont doch etwas die Batterie. Gut, ich werde dieses Lied hier wählen. Das heißt Force von Alan Walker, von NCS, No Copyright Sounds. Link ist in der Videobeschreibung. Ich werde erstmal das Handy jetzt abspielen lassen und dann den Lautsprecher. Und die Lautstärke dann ein bisschen hoch machen. Ist jetzt nicht ganz scharf, weil der Fokus auf den Lautsprecher gesetzt ist. Das ist hier ein Motorola Moto G2 und ja. So, ich glaube, ihr könnt euch erstmal von dem Sound den Eindruck machen. Klingt schon mal gut, aber ist natürlich nicht alles. Deswegen jetzt nochmal der Lautsprecher. Auf Lautstärke 10. Also, der Lautsprecher ist wirklich laut, wirklich richtig schön laut. So will man es auch haben, wenn man sich auf die Wiese schmeißt, zum Picknick auch, oder was auch immer machen will. Und es übersteuert nicht. Ja, die Frage ist immer nach dem Bass. Wie ist denn der Bass so bei dem Ding? Und der Bass ist wirklich ausgewogen. Also man kann wirklich damit gute Rockmusik vor allem hören und so, weil dann. Er hat eine gute Mitte, also der hat gute Höhen, gute Mitten. Der Bass ist dezent eingesetzt, so dass es nicht übersteuert auf einen Vollauftritt. Und das finde ich richtig, richtig gut.
Natürlich klingen Lautsprecher, die 150 Euro kosten, besser, aber dafür kostet der auch nur 33 Euro und das ist wirklich ein Wahnsinnspreis für diesen Sound. Ich habe momentan noch keinen besseren gehört, also für dieses Geld. Ich hatte schon wirklich viele, ich hatte mal den Soundlink von Bose, den Mini, der kostet 180 Euro, der hat natürlich unvergleichlich geklungen, aber das ist so laut, das Ding, ohne dass es übersteuert. Egal, was du für Musik hörst, weil das einfach das hinkriegt. Das hat einen guten Verstärker drin. Der, wartet mal, steht das hier? Die Lautsprecher sind 4,5 cm im Durchmesser, haben 3 oben, 3 Watt jeweils. Und der Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 5 Watt mal 2. Genau. Und das ist relativ gut für so ein Ding. Es ist ja auch nicht ohne so schwer, da ist eine ordentliche Batterie drin, ordentliche Kleider und alles. Ja, man hat etwas am Äußeren gespart, aber dafür alles reingesteckt. Und deswegen würde ich das Gerät wirklich mit 4,5 Sternen benoten, wegen der Form, die mir überhaupt nicht gefällt. Wecker hätte man weglassen können, Radio ist cool, wenn man hier nicht mal eine Antenne braucht. Also, wenn du auf der Baustelle arbeitest oder was auch immer machst, willst du einfach Radio hören. Cool. And we sang dirges in the dark of the day. The music died. Weil das überhaupt nicht rauscht und so. Ich meine, egal was ihr von dem Sender hören wollt, das ist wirklich gut dafür gemacht. Gefällt mir sehr gut. Also, ich glaube, ich habe alles erwähnt, was erwähnenswert ist. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren. Dafür sind sie da. Habe ich alle Farben in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr meine Links einkauft, gebt ihr mir ein paar Prozente ab, ohne mehr zu bezahlen. Also wäre das immer nett. Und ja, Daumen nach oben ist immer angebracht und ein Lohn für meine Arbeit. Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Hab viele, viele weitere Reviews und Technik etc. auf meinem Kanal. Und ja, ich würde nochmal ein Dankeschön sagen an die Firma, die mir den gesponsert hat. Namen vergessen. Ich glaube irgendwie MyGear365 oder so. Ich habe es jedenfalls in der Beschreibung verlinkt. Ich habe irgendwie mit der Firma hat das so schlecht geklappt, dass die Kommunikation, die haben mich jetzt gestriezt, ständig Nachrichten geschrieben, wann kommt denn endlich mal das Review und so. Ich will mit der nicht weiter kooperieren. Ich habe es einfach so reviewed. Ob das nur gegen die Richtlinien dieser Kooperation verstößt oder nicht, ist mir egal. Ihr könnt es auf Amazon kaufen. Auf der Internetseite kostet es vielleicht ein bisschen mehr. Juckt mich aber nicht, die können mich eh nicht verklagen in den USA. Weil die waren wirklich sehr unfreundlich zu mir und die können kaum Deutsch. Deswegen, ja, mir egal. Danke fürs Ansehen und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Euer Max Herzberg.